So, wo, was macht man jetzt hier eigentlich? Wo haben wir uns für verabredet? Na, anscheinend. Anscheinend? Ach so, ja, ja, ich muss ja erstmal Nico einladen. Ich lade euch ein, ich mach. Wir wollten ein bisschen was wegknüppeln. Das war der Plan. Ach so. Oh, shit. Und bevor jetzt wieder jemand fragt. Echt? Der hat Freunde? Ja. Und die werden gut bezahlt. Und Final Fantasy XIV ist für euren Zeitvertreib ein wahrer Leckerbissen. Und das heißt, hier muss man mehr machen. Und das wird auch ausdrücklich gewünscht. Fans von MMORPGs haben hier eine riesige Welt mit den meiner Meinung nach tollsten Charakterdesigns ever vor sich. Können in die große Story eintauchen oder einfach just for fun mit ein paar Freunden auf alles eindreschen, was irgendwie bedrohlich aussieht. Yo, seid ihr jetzt alle tot oder was? Klick gerne unten auf den Link in der Videobeschreibung und du kannst das Hauptspiel und das erste DLC Heavensward kostenlos spielen. Yippie! Oh, das sieht ja vortrefflich aus. Ich hab mich noch nicht umgezogen, ey. Hallo! Oh, das ist ein Dicker! Nee, vor dem habe ich Angst, Mama. Kämpfen wir jetzt schon? Warum ist die Welt hier so lieblich? Hast du deine Tankstance an? Du siehst doch, was ich anhabe. Was kommt denn am Ende hier von Gegner? Nicht, dass ich wieder hier irgendwie nicht weiß, wo ich klicken soll. Nein, sowas ist ja noch nie passiert. Und dann kommt irgendwie was von oben und dann sagt ihr, ja, da hättest du jetzt weggehen müssen. Das könnte bitte jemand auch notieren, diese Aussage, weil das wird ja gleich passieren. Für einen Instant Replay wäre das sehr wichtig. Ja. Also gibt's jetzt einen Vorbereitungskurs? Na, das ja, ist der Vorbereitungskurs. Das, was wir hier gerade machen, ist wirklich für einen Führerschein Klasse B. Perfekt. Die Mimik ist einfach kaputt gegangen gerade. Sowas darf man nicht erzählen. Ich probiere nur übelst euch zuzuhören und verstehe kein Wort. Erzähl doch mal selber was. Ich glaube, es ist einfach. Was soll ich denn erzählen? Was hast du denn so gemacht? Es geht ja nichts Interessantes ab in meinem Leben. Auch so ein bisschen Knapp. Das ist Eisbär! Ich dachte, die sind vom Aussterben bedroht. Der sieht relativ lebendig aus, muss ich sagen. Ja, das können wir ja ändern, ne? Der ist sauer, dass seine Scholle schmilzt. Das ist aber nur ein weißer Bär. Er hat sich nur angemalt. Der tut nur so, als wäre er ein Eisbär. Das ist ein bisschen fake. Ach, na, das war ja ein Moped, Alter. Oh, shit. Oh, 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 oh. Bye, have a great time. Oh, ach so, das ist auch ein Fall. Ich bin an denen vorbeigelaufen. Ich hab die einfach übersehen. Das war überhaupt gar nicht mein Beuteschema. Die waren mir zu klein. Erst ab 3 Meter Körperhöhe. Den erkenne ich schon durchaus als Bedrohung an. Guck mal, der freut sich schon auf uns. Good night, girl. I'll see you tomorrow. Ob der mir seinen Twitch Prime gibt? Guck mal, der interessiert sich auch gar nicht für mich. Ich langsam. Aua! Ich hab jetzt mehrfach brutal auf seine Schienbeine eingeschlagen, aber es juckt den halt nicht. Ja, aber ich werde ja von euch geheilt, ne? Wenn du das willst. Ich meine, das ist gut, dass du nochmal gesagt hast. Jetzt hätte ich dich kurz vergessen zu hören. Dann hätte ich dein Video gedisliked. Ach du, das macht Luke auch immer. Das läuft doch perfekt, Alter. Flawless bis hier. Was ist da drin? Heldenring der Verteidigung? Oh nee, da muss ich den wieder in den Schicksalsberg werfen oder so ein Scheiß. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wartet auf mich, meine Freunde! Lauf, lauf, lauf weg, lauf! Komm, guck mal. Alter. Der Typ war so schon. Guck mal, oh mein Gott, der hat doch seinen Bruder Bescheid gesagt. Der hat jahrelang für diesen Effekt geübt. Überleg mal, der stand da einfach oben irgendwie 3 Wochen und hat gewartet, bis da irgendjemand lang geht. Hallo? Das ist irgendwie hier ein bisschen wie, als wäre man gerade bei Calippo oder so unterwegs. Überall Eis. Calippo, dieses Eis? Das habe ich auch gerade gedacht. Was du 10 Minuten in der Hand halten musst, sonst kommt das nicht raus. Ja, und dann flutscht das Instant raus und landet. Das ist einfach nur Wasser mit Geschmack. Oh, was ist Erde? Wie heißt der? Rintus? So spricht man das aber nicht aus. Wie's? Ja, warum? Eine Bananenschale. Kannst du das Spiel ein bisschen leiser machen? Nee. Der checkt gar nicht, was mit ihm passiert, dass ich ihm gerade sein Doppelkinn abgeschlagen habe. Das interessiert ihn auch gar nicht. Ich hab ja noch 3. Oh mein Gott, hi. Das sieht doch nett aus eigentlich. Ich, nachdem ich mich nicht rasiert habe. Der sieht aus, als bräuchte der eine Umarmung. Yeah, free hugs. Okay, das war's dann mit seiner Fortpflanzungsfähigkeit. Oh, da ist noch so einer. Huch. Ui. No, fuck. Wow. Shit. Ja, ich mach Pause, Jungs. Das. Oh, warte mal. Pause vorbei, alles klar. Nächste Halbzeit. Los! Ciao! Ich glaub, das ist Insta-Kill. Also, tot bin ich noch nicht und instant auch weniger. Oh, nee, das ist schon wieder so ein dicker. Ja, hallo, du bist jetzt hier. Du kriegst jetzt auf die Mütze. Au! Wie viele Zähne hat denn der? Kann dir mal irgendwer erzählen? Colgate extra weiß einfach. Wusstest du, dass die Österreicher zu Colgate Colgate sagen und das Colgate hat mich total irritiert? Nee, Colgate? Was war das ja denn? So, bei Bill jetzt anrufen oder was? Shit, ich bin wieder Eis! Falls ihr ein Getränk habt, was ich kühlen soll. Ich habe mich auch entschieden, einfach nur auf mich drauf zu gehen, ne? Also ich klopp hier schon seit einer halben Stunde auf dem einen, aber seine Hornhaut ist recht dick. Jetzt fall hin, du! Help me, I'm dying! Wir sind nicht gewiped, Alter. Also alles, was wir bis hierhin gemacht haben, war die richtige Entscheidung. Ich meine, es ist jetzt auch noch ein Endboss quasi. Wie das aussieht, zieht euch mal rein. Oh.
Boah, nee, jetzt haben wir wieder so eine Ananas-Pizza-Diskussion im Chat. Ananas gehört nicht auf Pizza, es tut mir leid. Du hast doch keine Ahnung. Nee, es hat aber auch nur damit zu tun, dass es einfach zu viel Flüssigkeit hat. Dass einfach viel zu geil ist, als dass es ein Sterblicher essen könnte. Ich glaube, wenn du Italiener sagen möchtest, dass du ihn nicht magst, dann isst du eine Pizza mit Ananas. Ich glaube, das Italiener ist ein Italiener, Alter. Der ist echt hässlich, der. Oh mein Gott, was hat mich übrigens eh geekelt, Alter. Nimm den weg, das sage ich. Das ist ja widerlich, Alter. Ich verurteile ihn für sein Äußeres. Nein, stopp. Das tun wir hier nicht. Alter, ich verurteile den dafür, dass er einfach absolut wack ist. Der hat sich aber schlafen gelegt. Der ist ja jetzt schon weg. Warum? Das hat mich gegruselt. Gegruselt, Alter. Und der ist aber cool, der Typ. Och nee, der rülpst mich voll. Ah! Oh Gott, der sucht seine Brille, Alter. Sein Monokel. Ich glaube, das ist ein vorsichtiger Plünderer. Das war nicht vorsichtig, was du gemacht hast. Ich bin ja auch nicht ein vorsichtiger Seth, sondern erst ein vorsichtiger Plünderer. Der hat nicht einen Damage-Punkt gemacht, ne? Boah, eine Taube. Der hat seine Maske abgenommen. Ich habe nämlich das Gefühl, hinter diesem Tor, also ich bin kein Experte, aber mein Feeling ist... Da steht Tor des Vergessens, Alter. Da gehe ich immer durch, wenn ich gegessen habe und mich dann jemand fragt, was hast du gegessen? Oh, sind wir jetzt bloß noch zu zweit? Willst du den Schlüssel mitnehmen, den da liegt? Nö, der räumt der Hausmeister weg. Ich glaube, hier hinter ist einfach direkt vorbei, da kommt nichts mehr. Ich kenne das Spiel in- und auswendig. Du gehst durch so ein Tor durch und dann kommt keine Zwischensequenz. Ach, verdammt, eine Zwischensequenz. Ein Hündchen. Ein Wurf. Jemand Leckerlis dabei? Die muss sich ja vorher auffressen. Frag mal, ob der beißt. Hallo? Nee, der will bloß spielen. Der ist wie ich. Der Typ schreibt uns jetzt, wenn er das zweite Mal Zapfen regnen lässt, dann versteckt dann versteckt er. So wie. Wo denn? Der gibt ja ganz viele Versteckmöglichkeiten auf diesem offenen Feld. Oh mein Gott, der ist schon ein bisschen... manche würden sagen, er hat ein recht auffälliges Verhalten, was er hier an den Tag legt. Irgendwie so ein Straßenhund ist das. Einfach gelatscht. Au, 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 raus, raus, raus. Ja, hinter ihm, da ist so ein Ding gedroppt. Oh, scheiße. Wir sind zu warm. Ja, der hat einfach nur mich genommen. Alles cool. Ist auch kein Ding. Ich chill gern mal mit dir kurz. Oh, ich muss kurz aufs Klo. Es tut mir leid. Warte, ich rest dich gleich. Und dann geh da Instant Tank Stance wieder an und rein. Ich hab ein Ding auf dem Kopf. Achtung, hinter das Ding. Ich brauch ein bisschen Heal-Boden. Heal geht gar nicht. Ach du Scheiße. Nee, das explodiert! Da kann ich mich doch nicht in den Schritt machen. Du musst den Tank antanken. Du gehst hin und sagst ihm Hallo. Mach deinen Tank. Ach, du hast doch deinen Taunt. Jetzt glaube ich gleich, ne? Ja, entspann dich doch mal. Ich finde, du nimmst jetzt auch auf so eine stressige Art und Weise, dass wir gerade um unser Überleben kämpfen mit so einem reuigen Köder. Eigentlich muss man die ganze Sache entspannt angehen. So, wir gehen jetzt gleich. Ich hab irgendwie Bock auf Eis, ich weiß auch nicht warum. Der ist doch aber auch gleich tot. Können wir es jetzt nicht durchziehen hier? Mann, das ist flawless, alles gut. Ja, warte, nicht, dass der gleich noch. Nein, der rülpst ja nicht mehr. Der muss auch nach Hause, wenn die Straßenlaternen an sind. Der hat auch gar keine Zeit mehr hier für ein bisschen. Yo. Ja, genau, siehst du? Easy. Boah, der arme Random, Alter. Drei Idioten mit ihm rum. Ja, das haben wir gut gemacht. Das war ja Gameplay, Leute. Sehr geil. Wir haben einen Hund verprügelt. Hab ich heute immerhin irgendwas geschafft. Yippie! Du hast 100 allergische Steine der Poesie erhalten. Geil. Ich werd Dichter.